Oh oh. Oh nein. Oh nein. Ich hab's genau gewusst. Ich probiere jetzt mal Baseball zu spielen. Los, Fettklops, come on, lass uns spielen. Hat super geklappt. Hat super geklappt. Alter, so schnell kann ich ja gar nicht. Lass mich. Erstmal kurz in Sicherheit. Was leuchtet denn da hinten? Ach, das Kallestor. So, jetzt konzentrieren. Ach, Mann. Ach, Mann, jetzt wollte ich gerade. Ich kann gar nicht so schnell drücken, wie der wirft. Leck mich doch im Arsch, das muss ich jetzt üben. Nee, komm. Scheiß doch der Hund drauf, ich mach das jetzt anders. Ich mach wieder mit dem Bogen. Der alte Penner, ich glaube, es geht los. Na super, jetzt hat er den Bogen eingesteckt. Ach Mann, ey, leck mich doch am Arsch, du. Jetzt komme ich auch nicht mehr weg. Hilfe, 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 Hilfe. Das muss doch zu schaffen sein. Ich habe doch nicht so eine miese Reaktion. Aber der wirft immer gleich zwei oder drei hintereinander und dann kommt man da nicht mit dem Takt hinterher. Also wie bereits erwähnt, der wirft immer. Ach Mann, jetzt. Und nochmal das Ganze. Los, komm schon. Na toll. Ach Mann. Boah, ich reg mich ja gerade voll auf, wie das scheiße gemacht ist, wie das zum Kotzen ist. Und der dritte trifft trotzdem. Super. Kannst du machen, was du willst? Ach, so bewegt er sich gar nicht. Ach Mann, hallo! Sackgesicht. Alter, ich kann überhaupt nichts machen. Das ist total scheiße hier und ich reg mich gerade voll auf. Das allererste Mal, dass ich mich im Spiel so aufrege hier. Und ich höre schon wieder die altklugen Kommentare. Gronkh, du musst das so und so machen. Also diese Trolle, ne, die habe ich echt gefressen. So, komm. Spitze. Spitze. Super. Und ich finde es auch geil, dass die Felsen dann hinterher trotzdem noch treffen, wenn man gleich hinterher schlägt. Eure Gesundheit ist das. Halt's Maul, du Scheißoper.
Boah, leck mich. Wenigstens ist er gleich tot. So wie meine Geduld. Du scheiß abgefuckter Hobby-Troll. Ich glaube, es geht los. Dein Saphir kannst du dir sonst wo nageln. Mistvieh. So, ich möchte mich auch mal aufregen dürfen. Die Gilde der Versager. Dankeschön, Lionhead. Ich fühle mich jetzt gleich viel besser. Nach der Superpartie hier. Was mich jetzt aber trotzdem mal interessiert, mal davon abgesehen, Inventar, wieso sind die Bücher eigentlich nicht bei den Gegenständen, sondern im Tagebuch? Wo haben wir sie denn? Was? Ach, da. Die Gilde der Versager. Diese satirische Schrift gibt vor, das Notizbuch einer kompletten Null im Training zu sein. Es handelt sich um einen kaum verhüllten Angriff auf die Gilde, die selbstherrliche Überlegenheit ihrer Mitglieder und den ruhmsüchtigen Kult, der sie umgibt. Der Autor verschwand kurz nach der Veröffentlichung. Und ward nie mehr gesehen. So, von da kommen wir, da können wir hin. Und da können wir auch hin. Gehen wir mal hier lang. Also diese Trolle, ne, die habe ich echt sowas von gefressen. Witchwutsteine. Boah, reg ich mich immer noch auf über dieses Mistvieh. Hä? So, da können wir gleich angeln, popangeln, aber vorher fragen wir mal den alten Mann, was er hier so allein im Wald treibt. Hallo, alter Mann? Ich öffne nur denen, die meinen Namen kennen. Wenn ihr ihn kennt, sucht und drückt die magischen Steine, um ihn zu buchstabieren. Hartmut! Nur eine Person kennt meinen Namen, doch die findet ihr nicht. Nicht mal im Tempel von Amo. Aha. Toll. Und jetzt ein bisschen angeln, um die Nerven wieder zu beruhigen. Mal gucken, was wir jetzt wieder Schönes fangen. Wahrscheinlich eine alte Kackwurst, die hier irgendwie aus den Klärwerken angeschwemmt wurde. Na, go, 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 go. Go, 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 go. Ihr habt etwas gefangen, Pest und Cholera. Na, wenigstens ein Silberschlüssel. Und da fällt mir ein, ich wüsste sogar noch, wo in Dingens einer ist. Also Dingens, diese Stadt da, ne? Hier, wisst ihr, Dingenshausen. Poisonville. Huch. Mal ein bisschen Kammerjäger machen. Und hinter jeder Pflanze verbirgt sich immer ein Schatz. Und zwar ein Obsidian-Großhammer. Der sieht aber schnieke aus. Ja, da gucken wir doch gleich mal. Was haben wir denn da? Im Inventar die Waffen. Nahkampfwaffen. Wir haben gerade die Großaxt ausgerüstet. Und jetzt nehmen wir mal... Naja, ist auch schwer, genau wie unsere Axt. Aber macht mehr Damage. Müsste der Typ nicht hinten überkippen mit so einem Viech auf dem Rücken eigentlich? Guckt euch das mal an. Boah. Ja, sieht ein bisschen aus wie bei Donkey Kong. Pow! So, wo kommen wir denn hier hin? Na, Gargoyle? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinlaufen übrigens. Da steht ein Trüchen. Kettenpanzer Fechthans. Na, so ein Glück. Inventar und Kleidung und Hände. Was haben wir denn da? Ketten, Panzer, Fechthans. Die ziehen wir auch gleich an. Zack. Und ich habe trotzdem keine Ahnung, wo wir hinlaufen oder hin müssen. Hier sind die Steine. Die wir ja drücken sollen, offensichtlich. L. S. Ein großes S. Warte mal, das ist wahrscheinlich ein I. S-I-H.
Shit? Heißt der Shit? Der heißt doch nicht Shit. Erzähl mir doch nicht, dass er Shit heißt. S. S. Huch. H. I. T. S-H-I-T. Oh. T. Wie beruhigend.